Die dunkle Wahrheit über Vic. Wie wir alle wissen, wurde Viktor Roth am 29. Februar 1992 in Kasachstan geboren. Er ist somit schon ganze 7 Jahre alt. Früher feierten wir ihn für seine Sketch-Videos auf Iblali und heute schauen wir uns seine Challenge-Videos auf Vic an. Doch kaum einer kennt sein dunkles Geheimnis. Was mir in Viktor sofort aufgefallen ist, ist sein Nachname. Dass er uns mit diesem etwas verbergen will, war ja fast schon zu offensichtlich. Darum habe ich wieder mal recherchiert und bin zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Roth ist neben einem unscheinbaren Nachnamen auch eine Stadt in Bayern. Besonders an dieser ist, dass Daniel Sharks, besser bekannt als Tatlin, genau dieser geboren ist. Doch das ist nicht alles. Durch Roth fließt auch ein besonderer Fluss, mit dem ausgefallenen Namen Roth. Jeder Fluss hat eine Gewässerungskennzahl. Die Roth hat die Nummer 24214. Diese sollten wir uns merken. Doch die Roth ist nicht der einzige Fluss mit diesem Namen. Etwas weiter südwestlich befindet sich noch ein Fluss mit dem Namen Roth. Die Roth an der Donau. Dieser Fluss trägt die Kennzahl 1154. Verbinden wir nun beide Kennzahlen und googeln nach dieser, so wird uns ein Farbcode mit genau dieser Nummer vorgeschlagen. Eine rosarote Farbe, welche uns doch stark an den rosaroten Panda erinnert. Doch nicht nur der rosarote Panda ist rosa. Rot. Nein, auch in vielen Videos von Vic können wir diese rosarote Farbe zu Gesicht bekommen. Zufall? Ich denke nicht. Doch was hat das alles zu bedeuten? Ist Vic etwa der rosarote Panther? Natürlich. Und das ist noch lange nicht alles. Vic ist auch dafür bekannt, gerne mal Speedruns zu machen. Dass das natürlich nicht mit rechten Dingen zugehen kann, war ja schon zu erwarten. Da wir jetzt wissen, dass Vic der rosarote Panther sein muss, schauen wir uns hierfür mal das Outro einer rosaroten Panther-Episode an. Hier wird uns die Frage gestellt, wer an der Uhr gedreht hat. Natürlich war es Vic, welcher an der Uhr gedreht hat, um nach unzähligen Fehlversuchen eines Speedruns ihn schlussendlich doch noch zu schaffen. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, können wir aus dem Outro noch etwas erfahren. So heißt es... Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Viktor, aka der rosarote Panda, ist also in Wirklichkeit gar kein Mensch, sondern nur eine realistische Zeichnung, welche animiert wird, um Videos zu produzieren und damit ordentlich Geld zu verdienen.